Grüß Gott und willkommen, mein Name ist Paul Oldenburg und das ist das Programm Pater Pio. Heute haben wir eine kleine Begebenheit, die allerdings Großes bedeutete für den, den es anbelangt. Das ist nämlich ein Freimaurer. Sie wissen natürlich, Freimaurer sind im Grunde genommen die Feinde der Kirche, die Freimaurer arbeiten, wo sie können, gegen die Kirche und in Italien in der Zeit, aber auch noch heute, haben die Freimaurer sich sehr offen gezeigt und sehr deutlich gezeigt und haben ganz klar gemacht, dass sie sich gegen die Kirche stellen und alles das, was die Kirche sagt, das, was die Kirche lehrt, bekämpfen. Und er war dieser arme Mensch, um den es da ging. Er war ein Überzeugter und er wollte den ganzen Schwindel um Padre Pio, so wie er dachte, auffliegen lassen und wurde aber eines Besseren belehrt. Aber bevor ich diese Geschichte erzähle und was für eine unglaubliche Erfahrung er machte, eine kleine Annonce. Wir haben am 29. November eine Messe für die Verstorbenen unserer Familie. Wir sind immer noch im November und im November gedenken wir der Verstorbenen und das ist der Monat, in dem wir insbesondere Opfer bringen für die Seelen unserer Verstorbenen, die sich im Fegefeuer befinden und wir können ihnen helfen. Sie wissen, wir können hier helfen, indem wir Opfer bringen, damit ihr Leiden abgekürzt wird, ihre Reinigung abgekürzt wird und sie sich sozusagen gereinigt und heilig in den Himmel begeben. Aber das können nur wir hier. Wir können das. Sie können das nicht mehr. Die, die im Fegefeuer sind, können für sich selber nichts mehr tun. Sie sind darauf angewiesen, dass wir ihnen helfen. Das beste Mittel ist die Heilige Messe, offensichtlich. Und wie wir das auch in den anderen Videos gesehen haben, der Pater Pius Messe war hoch geschätzt bei den armen Seelen des Fegefeuers, denn sie zeigten sich regelmäßig, um ihn zu bitten, für sie zu beten, damit sie also vom Leiden befreit werden. Denn das Fegefeuer ist kein Pappenstiel, so wie wir es wissen aus den Erzählungen und aus dem, was uns offenbart ist über das Fegefeuer und deren Insassen. Also am 29. November, am Freitag, den 29. November, Messe für die Verstorbenen unserer Familien. Diejenigen, die Teil der Pater Pio-Schützlinge sind, brauchen sich nirgendwo einzuschreiben. Die sind immer in die Messe eingeschlossen. Wie Sie Pater Pio-Schützling werden können, das sehen Sie hier unten auf der Seite, auf dem Link, in dem ersten Link, den klicken Sie an und da können Sie sehen, wie Sie Teil dieser Familie werden können. Wenn Sie nicht Teil der Pater Pio-Familie, der Schützlinge, der Pater Pio-Schützlinge sind, dann tun Sie Folgendes. Derjenige, der dieses Video teilt, ist eingeschrieben mit der Intention, für die verstorbenen Seelen, für die Verstorbenen der Familie, seiner Familie, ihrer Familie, am 29. November, Freitag, 29. November, Video teilen und damit sind sie eingeschrieben. Ich wurde gefragt, wie kann das sein, wenn man ein Video teilt und dann eingeschrieben sein in die Messe, das ist doch alles zu leicht. Der liebe Gott braucht keinen Zettel, wo das draufsteht. Wenn Sie das Video teilen und Sie wollen in diese Messe, mit Ihren Intentionen in diese Messe eingeschrieben sein, wir zelebrieren, der Priester, der diese Messe zelebriert diese Messe in dieser Intention. Das heißt, Sie verbreiten die Andacht zu Pater Pio, der insbesondere für die Seelen im Fegefeuer gelitten hat und immer wieder Messen aufgeopfert und sein ganzes Leiden, sein ganzes Leben aufgeopfert hat für die Seelen im Fegefeuer. Und diese Intention liest der
Priester die Messe am 29. November. Also verbreiten Sie dieses Video und derjenige natürlich, der dann dieses Video sieht, kann das Gleiche tun und so weiter und so weiter. Und so haben wir viele, viele Menschen, die, für die wir beten können am 29. November, am Freitag. Für alle die, die heute den Kanal abonnieren, sind sie natürlich eingeschrieben in die Messe am nächsten Freitag, die wir lesen lassen. Jeden Freitag lassen wir eine lesen. Das heißt, die Leute, die sich in die Familie der Pater Pio Schützlinge einschreiben, sind es 52 plus ein paar mehr Messen im Jahr, in die sie damit eingeschrieben sind. Und wenn Sie sich nur abonnieren heute, dann sind Sie auf jeden Fall aber in die Messe eingeschrieben am kommenden Freitag einmal. Klicken Sie, vergessen Sie das nicht, auf die Klingel, dann sind Sie informiert über alle Videos, die kommen. Und liken Sie das Video, ganz wichtig. Und wenn Sie einen Kommentar hinterlassen, hier unten in der Kommentarleiste, machen Sie Anmerkungen, machen Sie Vorschläge, welches Thema Sie behandelt wissen wollen von Pater Pio. Hinterlassen Sie uns Ihre Kommentare. Auch das hilft dabei, die Videos zu verbreiten, die Andacht zu Pater Pio in Deutschland zu verbreiten, damit mehr Menschen mit ihm in Kontakt kommen. Ich wiederhole es immer wieder, Pater Pio, einmal weiß eine Seele von Pater Pio, sieht ihn, hört von ihm, ist neugierig geworden und schon tritt er ein, verändert etwas und bekehrt. Das ist das große Mysterium von Pater Pio. Und wie Pater Pio gesagt hat, nach meinem Tode werde ich noch mehr Aufsehen erregen als während meines Lebens. Helfen wir ihm dabei, indem wir diese kleinen Videos verbreiten, helfen wir ihm dabei, dass mehr Menschen von ihm wissen. Nun zu dieser Geschichte dieses Freimaurers, der nun sich für besonders schlau hielt und sagte, ha, ich werde das jetzt alles auffliegen lassen, ich werde jetzt der Welt zeigen, was er für ein Schwindler ist. Also er drängte sich also mit seinem Fotoapparat bewaffnet in die Konventskirche, in die kleine Kirche damals noch, als Pater Pio gerade die Zelebration der Heiligen Messe beginnen wollte. Es gelang ihm sogar, in die vorderste Reihe zu kommen. Seine Kamera in der Hand war er bereit, den Schwindler zu entlarven und das betrogene Publikum aufzuklären. Die Freimaurer geben sich immer als große Aufklärer. Er machte während der Messe ein Foto und begab sich dann sofort in die Stadt, um es entwickeln zu lassen. Für die neue Generation heute natürlich ist das gar nicht mehr aktuell. Aber es kann auch heute passieren, dass man ein Foto macht und dann passiert das, was jetzt dabei herauskam. Tags drauf kam er nämlich nach San Giovanni zurück. Früher dauerte das Entwickeln von Fotos immer etwas länger, das musste man dann mit irgendwelchen Flüssigkeiten noch behandeln und dann hing man das auf und dann plötzlich kam das Foto heraus. Nicht wie heute, wo man das sofort sieht, deswegen war die Spannung etwas größer, aber passen Sie auf, was jetzt passiert. Er kam nach San Giovanni zurück und wollte Pater Pio sofort dringend sprechen. Der empfing ihn lächelnd und schien ganz und gar im Bilde über seinen Trick und dessen Konsequenzen zu sein. Der Freimaurer stotterte ein paar Worte. Unsicher und geniert reichte er ihm das Foto hin, auf dem man Pater Pios Kopf sah, mit einer Dornenkrone umwunden. Ja, sagte Pater Pio, ohne sich die geringste Überraschung anmerken zu lassen. Glauben Sie denn, ich trüge einen Kranz von Rosen? Anstatt also seinen Artikel zu schreiben, diesen aufklärerischen Artikel, ging er, der gestern noch ungläubig, in den Beichtstuhl und gab sich geschlagen. Er wurde hernach ein echter Apostel. Eine fantastische Geschichte, die alle die Lügen straft, die eben nicht die Realität sehen wollen. Wir wissen, die Welt, wir Katholiken wissen, dass die Welt nicht nur aus dem besteht, was wir um uns herum sehen. Wir wissen, dass hinter uns steht der Schutzengel zum Beispiel. Oder da. Wir wissen das, dass das so ist.
Die katholische Welt ist sehr viel reicher als die an nichts glauben. Das heißt, wir sind beschützt durch unsere Engel, wir haben die Mutter Gottes, wenn wir zu ihr beten, bei uns. Und Pater Pio in seiner Durchlässigkeit auf Jesus, auf unseren Herrn Jesus Christus hin, hatte eben während der Messe eine Dornenkrone auf. Die war nicht sichtbar, aber viele Zeugen gibt es, die immer wieder auch Blutstropfen gesehen haben an seinem Haupt, an seinem Kopf. Also er hat das Leiden unseres Herrn Jesus Christus bei jeder einzelnen seiner Messen vollständig durchlebt. Und der an nichts glaubt, der wird Lügen gestraft und der bekommt dann es schwarz auf weiß sozusagen in einem Foto, wo drauf zu sehen ist, wie die Wirklichkeit aussieht, wie es nämlich um Pater Pio aussieht, der in diesem Moment diese Krone für diesen ungläubigen Menschen getragen hat. Und so hat Pater Pio sicherlich auch für uns damals schon diese Krone getragen, damals für uns, die wir uns vielleicht heute erst bekehrt haben, in den letzten Jahren, vielleicht auch noch nicht ganz bekehrt haben, aber er hat mit Sicherheit auch in die Zukunft hinein für uns gelitten, so damit wir heute ihm bekannt machen können in Deutschland, in unserem Lande, das so sehr dringend die Bekehrung braucht, wenn so viele Menschen sich in Depressionen befinden, wenn die Menschen nicht mehr wissen, weder ein noch aus, wenn sie in Probleme kommen, sich sogar das Leben nehmen. Wenn selbst die Kirche oder die Kirchenvertreter heute anfangen, Dinge uns glauben machen zu wollen, die gegen die Lehre der Kirche sind, gegen die traditionelle Lehre der Kirche sind. Alle diese Dinge sind ein Drama für unser Land und deswegen machen wir dieses große Beispiel eines Priesters bekannt in unserem Lande, damit er wirken kann in den Herzen und die Herzen erweicht und sie wieder zu Gott hinführt, so wie er das tausendfach gemacht hat in seinem Leben. Vergessen Sie nicht, abonnieren, teilen des Videos, wenn Sie das Video teilen. Ich schiebe noch mal einmal ein, die Erinnerung an die Messe am 29. November. Teilen Sie das Video und Sie sind eingeschrieben in der Intention für die Verstorbenen unserer Familien. Und schreiben Sie Ihre Kommentare, liken Sie das Video und damit bringen wir dieses Apostolat voran. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.